Guten Morgen alle zusammen. Ja, liebe Grüße hier aus dem Auto. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich denke, so gut sah ich lange nicht mehr aus am frühen Morgen, so frisch ausgeschlafen. Nein, es ist natürlich mitten in der Nacht noch. Und ich hole jetzt den Christoph ab. Wir wollen jetzt gemeinsam Richtung Eibsee fahren. Wir hoffen, dass dort ein bisschen Schnee liegt, dass es da etwas geschneit hat, dass es dort so ein bisschen nach Puderzucker, so ein bisschen eine kleine dünne Schneeschicht aussieht. Demzufolge wäre das richtig gut für Wintermotive. Also, ob das klappt oder nicht, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und dieses Vlogging-Setup ist übrigens eine kleine Premiere, habe ich so auch noch nicht gemacht. Mal sehen, wie das sich rentiert, ob das Sinn macht. Ich werde es auf jeden Fall jetzt auf der Tour des Öfteren benutzen. Also, ich nehme euch mit und würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. Okay, wir sind jetzt angekommen am Eibsee. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz. Neben uns steht ein Auto nur. Aber weiter unten, da ist der Parkplatz für die Hotelanlage schon recht gut gefüllt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das da unten auch der öffentliche Parkplatzteil ist. Im Sinne von, da hätten wir auch stehen können. Aber hier ist einfach mal so verschneit. Also hier liegt deutlich mehr Schnee als gedacht. Ich dachte, hier liegt ein bisschen weniger Schnee. Und witzig ist natürlich, dass hier der Parkplatz geräumt wird, aber die Zufahrtsstraße ist noch sehr verschneit. Demzufolge, ja. Also zumindest sind wir glücklich, dass wir hier so viel Schnee haben, dass es für die Fotos und Videos passt, die wir uns hier vorgestellt haben. Jetzt hoffe ich nur, dass es unten am See nicht ganz so viel Nebel gibt, aber wir können die Zugspitze heute nicht sehen. Deshalb ist es, ja, ein bisschen wieder so lala. Aber egal, man kann nicht alles haben. Ich bin froh und glücklich, dass wir heil hier angekommen sind, dass wir jetzt hier Schnee haben. Und ich denke, jetzt legen wir los. So wie versprochen, sind wir hier schon fleißig am Fotografieren. Hier ist keine Menschenseele, außer wir und der Räumdienst, der gerade eben durchgefahren ist. Und ich drehe mich mal so ein bisschen ganz vorsichtig und ihr seht, hier ist es. Richtig, richtig verschneit. Wunderschön. Ich kann es nicht anders beschreiben. Hier auf der Linse ist gerade eben auch schon ein Wassertropfen drauf. So, den machen wir mal weg. Genau. Es ist einfach nur herrlich. So, jetzt sind wir gleich an der ersten Stelle, wo man dann auch so ein bisschen ins Freie rein fotografieren kann. Also ein bisschen hier hin. Ich zeige euch das mal. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man nicht nur dieses schöne Motiv hat, sondern auch so ein paar Situationen, wo du dann quasi mehr siehst von dem See als nur durch das Gebüsch. Also wo du wirklich bis runter ans Wasser ran kannst. Das ist immer so die beste Stelle am Eibsee. Also egal welche Jahreszeit, das sieht immer gut aus. Das ist immer lohnend. Ich will hier runtergehen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man den Eibsee schon öfter im Herbst oder in all den anderen Jahreszeiten gesehen hat. Doch im Winter ist es wirklich etwas anderes dort. Ich bin es gewohnt, dass ich am Eibsee die Zugspitze sehen kann. Das heißt, es ist alles relativ klar und wir haben nur am Morgen etwas Nebel und ein paar Wolken in den Bergen hängen. Aber dass man die Zugspitze überhaupt nicht sehen kann und der Nebel so dicht hängt, dass man gefühlt nur wenige hundert Meter schauen kann, das war für mich auch etwas Neues. Und ich muss sagen, das sah im Look nochmal sehr spezieller aus, etwas anders als gewohnt und vor allen Dingen viel mystischer. Wir hatten nicht unbedingt die schwersten winterlichen Bedingungen. Ja, es war neu Schnee gefallen und wir hatten auch relativ gute Bedingungen für Winterfotos. Aber der Eibsee war etwas eingefroren, also nur wirklich etwas eingefroren, aber keine minus 10, 15 Grad, wo man quasi überall richtig tiefen Frost hängen hat. Und man hat es auch gesehen, es gingen viele Lawinen von den Bäumen ab, die gerade frisch mit Schnee beschneit waren. Also da musste man wirklich aufpassen im Wald, dass man nicht unverhofft vom Schnee überrumpelt worden ist. Die OT-Mavic 3 ist halt schon mit dieses Jahr, glaube ich, 3 neuen Standard etabliert. Jetzt ist auch 4+ da kaputt, keine Ahnung. Das wäre eigentlich dann. Da habe ich mir mehr von erhofft. Ja.
Euch auch. So, sind gerade eben wieder auf dem Rückweg von dem Insta-Fame-Spot, wo wir gerade eben waren, mit dem Felsen, der eben sehr bekannt ist, der mit Graffiti zugesprüht worden ist. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt für Fotos, für Video auch. Aber du siehst halt überhaupt nicht die Zugspitze. Dementsprechend war es nur so semi-gut, also für die Shots am Wasser und so ein bisschen Personen am Wasser fotografieren gegenseitig, was man eben so macht. Das ist recht gut, das macht Spaß. Aber sonst, ja, ohne Blick auf die Zugspitze, das ist ein bisschen schade. Ich habe gehofft und gedacht, dass das Ganze aufzieht, dass wir heute wirklich Glück haben, dass man auch noch den Berg besser erkennen kann. Aber du hast irgendwie gar nichts gesehen heute und dementsprechend war es nur so halb gut. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, weil Fotos vom Eibsee bei Schnee hatte ich bislang noch gar keine. Das sind quasi auch für mich die ersten hier und lohnt sich. Man muss wahrscheinlich nochmal hierher kommen, ein zweites Mal dann an den Anlauf wagen, demzufolge. Ja, wird es wahrscheinlich eine Wiederholung oder eine Fortsetzung geben von heute, aber ich kann es sehr empfehlen, auch bei Schnee vorbeizukommen, nicht nur im Sommer oder im Herbst, es lohnt sich wirklich auch im Winter. Jetzt drücke ich hier. Ja, Aufnahme. Hast du? Läuft schon? Ja, genau. Roter Rahmen. Ja, hallo, wir sind hier am Eibsee heute. Mein Mund ist schon ganz zugefroren. Machen wir die Anmoderation. die Endcut. Genau. Ja, mein Arbeitspulli wieder. Naja, viel Spaß beim Video. Traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8. So, und falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, die Kanäle von Christoph, Manoi und Nico werde ich natürlich verlinken unter diesem Video, damit ihr auch dort gerne mal vorbeischauen könnt auf Instagram. Lasst dort gerne ein Follow da, wenn ihr mögt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr kalt war und ich die völlig falschen Schuhe anhatte, aber so ist das eben nun mal im Leben. Man kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles haben. Dafür haben wir gute Fotos. Dafür haben wir gute Fotos. Willst du nochmal im Winter hierher kommen, Nico? Ja. Eine Kleinigkeit, die man nie vergessen darf am Ende, ist natürlich das Abputzen der Technik, also das Abputzen des Rucksacks. Und er ist jetzt hier ziemlich nass. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt mal so ein bisschen dahingestellt, die Kamera. Und da könnt ihr das hoffentlich sehen, dass der klatschnass ist. Aber wie in meinem Review dazu erwähnt, hält er auf jeden Fall Flüssigkeit, Feuchtigkeit ab und Schnee ab. Aber bevor du den ins Auto stellst, natürlich vom Eis und Schnee befreien, damit es irgendwie so ein bisschen halb antrocknen kann, bevor es dann reingeht ins Auto. Aber natürlich ist es immer noch klatschnass und es sitzt natürlich nichts. Die Packtickets sind natürlich richtig teuer hier am Eibsee. Also ich glaube, da lässt man hier irgendwie so ein halbes Vermögen nur für so ein bisschen parken. Ich bin da jedes Jahr erstaunt, wie teuer das eigentlich hier ist. Nur so ein bisschen parken, aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Ist mein Mund eingefroren. Ja. So, ich werde gleich mal hier vorschauen. Mich überraschen lassen, was das Ticket kostet. Günstig in Österreich tanken. Bitte? Ich war in Österreich günstig tanken. Okay, 8 Euro. Ja.
kostet dir das Ticket für 3 Stunden. 3 Stunden, 8 Euro. Das ist... Ihr Blutsauger! In Österreich recht günstig. 1,51 pro Liter bezahlt. Okay. Deswegen, es gleicht sich aus. Würde ich auch sagen. Aber nur mit Karte. Wir tanken nicht mehr in Österreich, aber... Kannst du nur mit Karte? Nein, du kannst ja noch hier... Kannst auch bar zahlen. Kannst auch bar zahlen, ja, das geht. Ja. 8 Euro. Okay. Ja, aber jetzt natürlich vorbei. Yo, der Herr Öser, der bezahlt. 8, ja. Haben Sie es passend, Herr Öser? Ich hab's passend. Sehr gut. Passend in klein und in bar. Weil wenn man ein erfolgreicher Influencer ist, wie Silvio Öser, aka Big Pond Photography, dann kann man sich sogar das Parken hier im Eibsee leisten. Das ist gar nicht mal so günstig, 8 Euro hat der Herr jetzt bezahlt, aber das hat er ja, ne? Also wir fahren jetzt noch 4 Stunden und 18 Minuten. Rückweg ist immer das Beste. Die Abmoderation muss ich dann hier wieder von zu Hause machen. Wie gesagt, wir sind gerade eben vom Eibsee zurückgekehrt und das Ganze habe ich mit der Sony ZVE10 genau unterwegs gefilmt. Mich würde interessieren, wie ihr die Kamera jetzt in diesem Videoeindruck findet. Schreibt mir das gerne mal hier in die Kommentare unter dieses Video und wie ihr vor allen Dingen den Vlog fandet in diesem Stil, ob euch das gefallen hat. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt es auch gerne hier in die Kommentare. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben für das Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn 95% von euch, die mir zuschauen, abonnieren meinen Kanal nicht. Also macht das unbedingt, holt das nach, abonniert diesen Kanal, da unterstützt ihr mich und dann gibt es hoffentlich mehr Videos in diesem Vlog-Style, wenn ihr mögt. Schreibt mir das, wie gesagt, gern und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.